Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Herzlich willkommen, liebe Bapu, Kurt und liebe Arne. Ja, weshalb kommen wir zu diesem Gespräch zusammen? Tatsächlich war Arne der Auslöser. Und es kam aus diesem Raum heraus, dass ja manchmal es Ungereimtheiten zu sein scheinen, Widersprüche zu geben scheinen, von unterschiedlichen Ansätzen, von unterschiedlichen Wegen, die vielleicht gar nicht so unterschiedlich sind. Aber es gab bis jetzt gar noch nicht so den Raum, all diese Fragen zu stellen, die doch viele sich stellen. Ein bisschen Auslöser war ja auch, vielleicht, Arne, greife ich da vorweg. Du bist ein, ich sage es jetzt einfach mal so, weil viele das Wort benutzen, ein Tepperwarianer, also jemand, der die Lehren und die Teachings und die Weisheiten von Kurt verfolgt. Du bist in der Tepperwein-Akademie beim SAMI. Dann bist du von Anfang an bei der Global Harmony Unity, die vielleicht ein bisschen einen anderen Ansatz hat, weil wir nicht lehren und nicht teachen eigentlich. Und bist jetzt im April in Willingen gewesen beim Akram Vignan Event. Und ja, und da erscheint es manchmal, dass sich Dinge widersprechen und im Widerspruch stehen. Und dann hast du, Arne, ja, vielleicht wiederholst du es gleich nochmal aus deiner Sicht gesagt, ja, gibt's nicht die Möglichkeit, dass wir mal über all das sprechen und hinschauen, gibt's überhaupt Widersprüche? Sind die Wege eigentlich so verschieden oder ist es nicht eigentlich so, dass es um das eine geht und es sind unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Wege, von denen wir kommen, unterschiedliche Richtungen, unterschiedliche Worte, die wir benutzen. Und ja, ich freue mich. Danke für den Anlass, liebe Arne. Ich bin gespannt, was sich hier zeigt und ich hoffe, dass es wirklich für viele hilfreich ist und für viele klärend und einsichtgebend, dass es letztendlich immer ums Gleiche geht und jeder nimmt sich das, was in diesem Moment für ihn jetzt gerade hilfreich ist, um letztendlich da anzukommen, wo wir letztendlich alle unterwegs sind, nämlich bei sich selbst. Also Arne, vielleicht magst du beginnen und so nochmal das vielleicht wiederholen, was du an mich herangetragen hattest, der Impuls zu diesem Gespräch. Ja, Jay Satchidanan, vielen lieben Dank für das Zustande kommen dieses Gespräches. Auch dir, lieber Kurt, lieber Herr Tepperwein, vielen Dank. Und die höchste Ehrerbietung. Ja, also ich bin 2013 sowas schon mal in Indien gewesen und bin in der Nähe des Ashrams von Sri Ramana Maharshi in einem ganz kleinen Ashram bei einer Mutter gewesen. Und da haben wir in unserem ersten Video schon mal drüber gesprochen, Nada. Und da hast du mich ganz viele Fragen hast du mir gestellt, die sich eigentlich jetzt im Willing selbst beantwortet haben. Oder auch in dem zweiten Video, was du mit Uwe geführt hast. Da werden eigentlich diese Fragen, die du mir gestellt hast, alle beantwortet. Deswegen für alle Interessierten, da gibt es sehr schöne Videos, zwei Stück von Uwe und Nada zu Akram Vignan. Das können wir übrigens verlinken, nur an der Stelle. Also unter dem Video gibt es ein Mehr erfahren oder Mehr lesen irgendwie so. Und dann poppt die Info, das Info auf und da wird es alle Links geben. Sorry, Arne. Genau. Und bei dieser Mutter, wo ich damals war, ist genau das Gleiche im Grunde passiert wie bei dem Gnani Vidi mit dem Gnani. Und nur, dass es keine Leitplanken dazu gab. Ich bin da einfach mit konfrontiert worden und ja, habe auch diese Glückseligkeit gespürt. Und ich habe es auch gespürt, dass sie meine wahre Seele gesehen hat. Und so tief hat mich das auch berührt. Deswegen hat mich vielleicht im Willingen gar nicht mehr so tief berührt, weil ich das schon mal hatte, das Erlebnis. Aber es hat meinem Verstand ganz viel erklärt. Und auch diese fünf Agnas als Leitplanken, die haben mir quasi damals gefehlt. Und dann bin ich einige Zeit auf ja, einer ganz hohen Welle geritten und mich mittragen lassen. Und dann ja, kam irgendwann ein tiefes Tal.
Und das hat mich dann letztendlich zu Kurt Tepperwein geführt. Und was ich da ganz besonders schön finde, also ich verstehe das so, dass Kurt letztendlich diese ganzen religiösen Wege ja auch studiert hat. Und das sind letztendlich alles verschiedene Flüsse, die in dem gleichen Ozean münden. Und das empfinde ich so, dass Kurt das so wunderbar verpackt hat, die Essenzen aus diesen verschiedenen Wegen in ein für uns aus dem europäischen oder jetzt auch deutschen Kulturkreis sehr, sehr klaren und einfachen Weg, der so klar und so einfach oftmals ist, dass wir ihn gar nicht glauben können oder so. Also so ging mir das oft. Und jetzt mit Akram Wignan ist nochmal wieder eine ganz andere Wissenschaft ja aufgetaucht, die vieles, was bei Kurt so einfach verständlich ist, wieder in diesen ja indischen östlichen Weg mit ganz anderen Begrifflichkeiten bekleidet. Und das hat jetzt mein Ego nochmal unheimlich nach dieser Zeremonie aufgerüttelt und ja nochmal sehr, sehr in Unruhe gebracht. Und jetzt ist es an mir im Moment gerade so, das wieder wirklich auf eine Ebene zu bringen. Und ich glaube, dazu kann dieses Gespräch auch ganz hilfreich sein, weil vielleicht du und Kurt das auch nochmal auf eine Ebene bringen könnt, die letztendlich für ganz viele, die suchen und die nicht in diesem Hamsterrad der ständig bezahlen und sage ich mal ständig irgendwo in so einer Opfermentalität suchend bleibend da hängen bleiben wollen, denn das ganz Große, was euch und was die GHU auszeichnet, ist halt das, dass ihr die Leute ermächtigt und dass es kostenlos ist und dass niemandem etwas aufgezwungen wird. Und so verstehe ich Akram Wignan auch. Also das ist einfach ein ganz großartiger Dienst an der Menschheit letztendlich. Magst du denn vielleicht Fragen stellen, jetzt auch speziell an Kurt, so was du nicht nur für dich persönlich, sondern was du einfach auch im Feld spürst? Du bist ja auch in Kontakt mit vielen von der Akademie, von der GHU, bei Akram Wignan. Ich kriege das natürlich auch mit, aber vielleicht jetzt du, der unmittelbar jetzt so mittendrin ist auch, vielleicht kannst du Fragen stellen, die eben anderen auch helfen, dass dieses aufgewirbelte Verstand und Intellekt und Ego und diese Sachen nicht zusammenkriegen und wieso Kurt sagt aber das und wieso sagen die das und was stimmt denn jetzt eigentlich? Dass du vielleicht jetzt die Chance nutzt, diese Fragen zu stellen, dass das vielleicht nicht nur bei dir, sondern bei vielen sich sortieren kann. Und ja. Ja, dann nehme ich das so wahr, dass ein wesentlicher Punkt, der sich offensichtlich zu unterscheiden scheint, aber es glaube ich gar nicht tut, ist, dass es bei Akram Wignan heißt, dass die sich bedingenden Umstände, via Vastit, dass ich bin nicht der Handelnde und die sich bedingenden Umstände bestimmen halt mein Leben maßgeblich. Und ich bin im Grunde genommen nicht in der Lage, das zu beeinflussen. Und bei der Tepperwein-Akademie ist es halt sehr, sehr stark, dass wir auch manifestieren, dass wir, Einfluss, dass wir nicht das Opfer sind, sondern der Schöpfer sind und einen wesentlichen Einfluss darauf nehmen können. Und ja, wo ist der Unterschied? Vielleicht mag Kurt das nochmal aus seiner Sicht schildern, wie er das wahrnimmt. Es gibt nur eine Wirklichkeit hinter allem. Aber die kann man durch sehr unterschiedliche Brillen anschauen. Das heißt, es kommt auf
meinen Standpunkt an, auf meinen Grad des Erwachens, was ich jeweils erkennen kann. Also ich bin natürlich längst nicht mehr ein Freund des Manifestierens, weil es funktioniert natürlich, aber in dem Moment, wo ich der Handelnde bin, also eingreife, etwas verändere, verursache ich ja auch eine Wirkung, also Karma. Und damit bin ich wieder im Hamsterrad der Wiedergeburt gefangen, muss ich dann wiederkommen, um das in Empfang zu nehmen, selbst wenn ich nur ganz wunderbares, vollkommenes Karma verursache, dann muss ich eben herkommen, um vollkommenes Karma in Empfang zu nehmen, aber ich muss herkommen. Und deswegen glaube ich, wir sollten das als Übergang sehen, dass ich zunächst einmal das Opfer bin, so erfahre ich mich, wenn ich in diese Welt komme, da geschieht mir Leben und da habe ich scheinbar keinen Einfluss drauf. Und dann entdecke ich auf der nächsten Ebene, ich habe doch Einfluss, mehr noch, ich kann es sogar bestimmen, aber das hat seinen Preis, sprich Karma. Und auf der nächsten Ebene erkenne ich, aber wenn ich zu mir selbst erwache, wenn ich der bin, der ich wirklich bin, bin ich nicht mehr der Handelnde, dann bin ich der Beobachter der Handlung. Ich habe ein Handlungsinstrument, Körper, Verstand, Persönlichkeit, aber ich bin der Beobachter. Und als Beobachter verursache ich kein Karma mehr, weil ich ja nur die Handlung beobachte. Aber irgendwann erkenne ich dann, in Wirklichkeit bestimmt mein So-Sein, das ist jetzt meine Sicht, die sich bedingenden Umstände. Das heißt also, wir alle sind Bewusstsein, reine Energie, reine Existenz und Energie hat eine bestimmte Schwingung. Und niemand hat die gleiche Schwingung, weil niemand die gleichen Prägungen hat, die gleiche Erfahrung gemacht, die gleichen Überzeugungen hat und so weiter. Das heißt also, mein So-Sein, mein Energiefeld, meine energetische Signatur bestimmt in jedem Augenblick meine erlebte Realität. Für mich ist Realität nur ein Spiegelbild meines So-Seins. So, in dem Moment, der Spiegel hat keine Entscheidungsfreiheit, der kann nur spiegeln, was da ist. Das heißt, wenn ich was ändern will, muss ich entweder eingreifen, manifestieren, dann schaffe ich aber Karma. Also wenn ich das nicht will, dann bin ich nicht mehr der Handelnde, sondern ich bin der Seiende. Ich bin der ich bin und mein So-Sein verursacht die entsprechenden Umstände. Und wenn ich erwachtes Bewusstsein bin, mehr oder weniger, ich muss gar nicht vollständig erwacht sein, aber wenn ich mich erlebe als erwachtes Bewusstsein in der Funktion als Beobachter hier, dann geschieht das, was mir entspricht. Das heißt, mein So-Sein zieht nur noch die Menschen, Dinge, Ereignisse, Situationen und Umstände in mein Leben, die meinem So-Sein entsprechen. Also wenn wir so wollen, das So-Sein ist der Handelnde, aber der handelt ja nicht, der tut ja nichts. Deswegen sage ich das mal mit einem Wort, das es nicht gibt. Ich bin dann der Seiende und dieses Sein verursacht entsprechende Umstände in meinem Leben. Und dann erlebe ich auf wunderbare Weise, verschwinden alle menschlichen Probleme aus meinem Leben, weil kein unvollkommenes Ich mehr da ist, das sie verursacht, sondern da ist Bewusstsein da und das Leben entspricht dann dem erwachten Bewusstsein. Und auf einmal wird alles ganz einfach. Denn als Beobachter nehme ich ja wahr, bin im Jetzt, denn wahrnehmen kann ich nur jetzt. Ich kann ja nicht vorhin oder nachher wahrnehmen. Also ich bin im Jetzt, nehme wahr, was jetzt zu tun ist. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Das, was jetzt stimmt und das, was jetzt nicht stimmt. Naja, das, was nicht stimmt, kommt für mich gar nicht erst in Frage. Also ist auch nichts zu entscheiden, sondern ich nehme wahr, was jetzt stimmt und
tue das, was jetzt stimmt. Das heißt, das eine Sein, die Schöpfung, wirkt durch mich als ich. Und auf einmal ist alles ganz einfach. Das heißt, so wie sich das anhört, wäre dann kurz Teil der sich bedingenden Umstände. Ich glaube, das große Gap ist, hinzuschauen in diese Differenzierung, was eben durch Akram Wignan so klar wird. Wer verursacht denn, wer meint denn, irgendwas schöpfen zu müssen, kreieren zu müssen, manifestieren zu müssen? Wer ist das denn? Das ist derjenige, der glaubt, so wie es ist, ist es nicht in Ordnung. Und ich brauche mehr, ich brauche weniger, ich brauche es so. Also das Ich. Und wo manifestiere ich? Im Relativen, in Zeit und Raum. Ich also als Nada greife ein, weil ich mich, die in der Glückseligkeit ruht und erfüllt ist und überhaupt gar keinen Grund hat einzugreifen, die greift ein. Und diese Differenzierung, die kommt halt bei kaum einem Weg, oder auf jeden Fall kenne ich sie durch Akram Wignan, in dieser Differenzierung. Und das ist so entscheidend, weil in dem Moment, wo ich erkenne, wer ich wirklich bin, und ich weiß, ich bin voller unendlicher Glückseligkeit, ich bin vollständig, ich bin vollkommen, ich bin unveränderlich, ich bin ewig, ich werde nie geboren, ich bin unsterblich, all das, das sind wirklich wir, das sagt Kurt auch, das ist das Sein, das sind wir. Und dann gibt's mich halt als Mensch mit der Persönlichkeit und mit den ganzen Vorstellungen und den Meinungen und der Unzufriedenheit und der Idee, das ist nicht gut und ich bin nicht gut. Und dann fange ich an, hier rumzumischen und eben die Impulse zu geben, Absichten zu setzen, Gedanken hinauszusenden. Und das ist dann das Eingreifen auf dieser Ebene, und das kommt dann wieder zurück. Und das zusammenzubringen, damit widerspricht sich nicht, weil Kurt sagt, ist, dass wir auf dem Weg sind. Also das entwickelt sich ja, und es ist wie in der Anthroposophie zum Beispiel, heißt es auch, dass der Wille sich erstmal entwickeln muss. Also das Ego bei fast allen, ist nicht 100%, aber bei fast allen, wie die kommen von diesem Opfer und mir passiert das, in diese Ermächtigung, dass ich merke, boah, wenn ich mein So-Sein verändere, wenn ich meine Gedanken verändere, wenn ich meine Sichtweise verändere, da verändert sich etwas. Aber in der relativen Welt, in der materiellen Welt, in Zeit und Raum, natürlich. Akram Wignan sagt das genauso. Er sagt nur, dass ich nicht der wahre Handelnde bin, sondern aber ich als Nada bin Teil der sich bedingenden Umstände. Und ohne mich als Nada wären die sich bedingenden Umstände auch nicht komplett. Und natürlich ist dort auch stay positiv und sieh das Gute und sieh keine Fehler und bewerte nicht. Genau, also das wird ja hier auch gesagt. Das heißt, ich kann auch hier schauen, was ist denn in meinem Denken, in meinen Überzeugungen, da werden genauso Meinungen verändert, Sichtweisen verändert. Aber die haben natürlich keinen Einfluss auf mich. Aber auf mich als Nada, die ich halt mit vielen Wissen und Gedanken noch voll bin von Lehren, von denen ich geglaubt habe, ich kann es machen. Und wenn man es wirklich mal überprüft, deswegen ist es eine Forschung, es ist eine Wissenschaft, wenn es wirklich immer funktionieren würde, müssten alle in jedem Moment bei einem Experiment immer das gleiche Ergebnis haben. Und das ist einfach nicht. Selbst mit dem Parkplatz finden. Bei vielen gelingt es, die haben ihren Parkplatz immer zur rechten Zeit. So, das ist jetzt ein Paradebeispiel, weil das einfach viele nutzen. Aber manchen funktioniert es halt nicht. Und dann kommt diese Idee, ja, da mache ich ja noch was falsch. Ich kann es immer noch nicht. So, das ist wieder auf der Ebene des Egos, was wieder denkt, es ist nicht gut, es ist nicht vollkommen, es ist nicht vollständig. Also muss ich dann noch mehr Bemühungen reinbringen, noch mehr Anstrengung. Und hier zu sehen, dann kommt es zusammen. Im Relativen bin ich ein Teil davon und ich gebe meine beste Absicht und ich gebe, wie Kurt sagt, ich verändere mein So-Sein. Ich entscheide mich, in Frieden zu sein, zufrieden. Das, was wir bei der GHU eher so machen. Aber wir wissen, dass wenn die Umstände nicht komplett sind, wenn es dann passiert es einfach nicht. Wenn nur ein Umstand fehlt, dann wird das nicht in Erscheinung treten. Und wieso können Menschen nicht, die machen vielleicht so, ja, ich bin jetzt zufrieden, ich bin mit allem einverstanden, aber innen drin, das Subtile ist das, was wirkt.
das, was unter allem ist, ist das, was wirkt. Und das kann man nicht drüber deckeln. Das geht nicht mehr. Gerade in der Zeit kommt jetzt alles hoch. Das heißt, mein wahres So-Sein, das wirkt. Nicht das, was ich versuche, mental oder emotional da rein zu tun. Ach, jetzt fühle ich mich gerade mal happy, aber unten drunter ist der kleine Pumpernickel oder wer auch immer da. Also dieses kommt hier zusammen und deswegen widerspricht sich es nicht, sondern je nachdem, aus meiner Sicht, sondern je nachdem gibt es die Gesetzmäßigkeiten im Relativen mit den ganzen Quanten und alles. Das waren meine Fragen, als ich zu Akram Wiegner gekommen bin. Sag ich, ja, aber es funktioniert doch. Na ja, das sind die Gesetzmäßigkeiten im Relativen. Und im Wahren aber bin ich Wissender und Sehender und sehe, wie die sich bedingt umstellen mit mir als Nader, mit Arne, mit Kurt, mit dem, wer auch immer du bist. Ist Teil davon. Und natürlich haben wir einen gewissen Einfluss durch mein So-Sein, durch meine Absicht, durch meine Ausrichtung, durch mein positives Sehen, durch meine Sichtweisen. Und da geben wir unser Bestes. Da geben wir unser Bestes. Wir sind Handelnde auf dieser Ebene, aber nicht hier. Also ich glaube, die scheinbaren Unterschiede kommen daher, dass wir auf unterschiedlichen Erfahrungsebenen leben. Wir erleben uns anfangs als Opfer. Ja, wir werden geboren und da ist die Welt und da geschieht Leben. Und irgendwann entdecke ich die nächste Erfahrungsebene. Ich bin gar kein Opfer. Ich bin ein Schöpfer. Ich kann eingreifen, ich kann tun, aber dann bin ich der Handelnde. Ja, dann erlebe ich das ganz anders natürlich als der Handelnde. Und irgendwann erkenne ich, ja, aber der Handelnde sein hat seinen Preis. Ich muss das bezahlen, was ich da verursache. Und dann komme ich in die Erfahrungsebene des Seins. Und da herrschen wieder andere Gegebenheiten und Umstände. Und wenn jetzt zwei aus unterschiedlichen Erfahrungsebenen sich unterhalten, da sagt er, nee, die Welt ist so. Nee, sagt er, die Welt ist ganz anders. Ja, beide haben recht, weil sie unterschiedliche Standpunkte haben, von denen sie das anschauen. Und wenn wir das aber sehen, ah, ich bin auf dieser Erfahrungsebene und der ist auf der Erfahrungsebene und dann hat auf einmal jeder recht und alles ist gut und alles stimmt und alles ist auf einmal verständlich und ganz einfach. Das Bild vom Elefanten, wo die 7 Blinden an dem Elefanten sind, das kennt wahrscheinlich jeder. Sag's nochmal für alle, die zuhören. Genau, und die 7 Blinden sind halt irgendwo an einem anderen Teil des Elefanten. Und der eine, der eben am Schwanz ist, der sagt, oh, ein Elefant ist wie ein dickes Seil. Und dann sagt der andere, der an dem Fuß ist, nein, das ist wie eine dicke Säule. Und der andere, der am Rüssel ist, sagt er, nein, es ist wie ein Schlauch. Und der andere, der am Bauch ist, nein, es ist wie eine riesengroße Kugel. Und sie widersprechen sich und glauben alle, sie wissen jetzt, was der Elefant ist und haben aber eben einen Teil. Oder das Bild von dir, Arne, die verschiedenen Flüsse, die verschiedenen Wege, letztendlich fließen sie und haben das Ziel, in den Ozean zu fließen, in das, was wir wirklich sind. Und je nachdem, woher man kommt, da fließt dieser Fluss und das scheint manchen leichter, ein westlicher Fluss mit vielleicht eher christlichen Ansätzen oder eben eher diesen ja Quantenphysik oder eher diesen wissenschaftlicheren Aspekten. Für die ist es viel leichter, vielleicht mit diesem Fluss zu fließen, um letztendlich beim Ozean zu sein, als vielleicht Menschen aus Indien, die halt ganz anders aufgewachsen sind, für die Hingabe völlig normal ist, für die ganzen Gottheiten völlig normal ist. Bei uns im Deutschen ist es um Gottes Willen. Also Hingabe, nee, also ich bin der Chef. Also das hat uns schon mal nicht weit gebracht, damals irgendjemandem zu folgen. Ich muss hier bestimmen. Also wir kommen auch unser Bewusstsein dessen, dass wo wir sind, inkarniert sind, in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, in unserer Art zu denken, ist einfach völlig unterschiedlich. Ja, und ich nehme es so wahr mit dieser Entwicklung des Bewusstseins, je mehr wir in den Frieden kommen mit unserem So-Sein und je mehr wir das kultivieren und damit ja Harmonie und Frieden bekommen. Je mit dem Mal ist Vyavastit einfach
auch perfekt dann, also ich kann auch damit diese Umstände beeinflussen. Und wenn mein Verstand das realisiert, sage ich mal, dann will er ja gar nicht mehr eingreifen. Im Prinzip macht das ja nur noch strubbeliger. Und wenn ich dann wirklich in meinem So-Sein so ruhen kann und so auch mit mir selbst im Reinen bin, ja, was will ich dann noch eingreifen? Genau, und das ist ja, dass viele da gehadert sind. Sie haben zum Beispiel, natürlich irgendwie will jeder Frieden, mehr oder weniger, und will Liebe und Glück und so. Aber es ist uns halt nicht gelungen. Selbst wenn wir die Ausrichtung hatten, wirklich in Frieden zu sein, zufrieden zu sein, dann hat irgendjemand irgendwas gemacht und dann ist Rumpelstilzchen wieder hochgekommen. Und da zu sehen, dass halt, je nachdem, wo man ist auf dem Weg, dann ist halt gerne mal der Fehler da draußen. Und man versucht da draußen was zu ändern. Und da draußen ist auch die Persönlichkeit. Da draußen bin auch ich als Mensch. Das ist auch ein Stück draußen. Dieses zu verändern. Und jetzt mit dem Verstehen, dass hier erforscht wird, ja, warum passiert's denn? Was ist denn da noch für ein Anteil in mir? Was lässt denn das Licht nicht gerade scheinen? Was bricht es denn? Wo sind denn noch die Prismen in der Sicht, was dann Strubbel bringt und nicht eine Klarheit und nicht den Frieden? Wo sind also die Dinge? Und dann beginne ich eben, deswegen ist das so ein Forschungsprojekt für mich, dann beginne ich zu erforschen, was ist denn hier in diesem Teil drin, was es zu sehen gilt und was es in Liebe angenommen gilt und so weiter. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, damit dann umzugehen. Aber das ist auch diese Kehrtwendung, dass es eben dieses Glück nicht draußen ist. Wenn das so ist, dann bin ich glücklich, dann bin ich erfüllt. Wenn ich so bin, wie mein Verstand mir sagt oder wie ich vielleicht geglaubt habe durch was man mir gesagt hat, wenn ich so bin, dann werde ich geliebt, dann bin ich sicher und so. Und das irgendwann zu merken in dieser Täuschung, in der wir sind, diese Illusion, die einfach uns nicht das anhaftende Glück gibt, weil es ist einfach nicht seine Natur. Es ist immer in Veränderung. Es wird uns nie anhaltendes Glück geben, immer nur zeitweise. Und das, glaube ich, da muss man erstmal auch so weit sein, dass man sagt, Mensch, stimmt, also da finde ich es einfach nicht. Und dann beginnt es, dass ich offen bin und bereit bin für den Weg. Und dann hat man verschiedene Flüsse, die dahin gehen. Ich möchte noch mal einhaken bei dem Wort, was der Arne vorhin gesagt hat, die Entwicklung des Bewusstseins. Machen wir uns bewusst, Bewusstsein braucht nicht entwickelt werden, Bewusstsein ist vollkommen. So, aber das Wort ist trotzdem gut und richtig, denn Bewusstsein ist eingewickelt in unzählige Illusionen. So, und wir entwickeln das Bewusstsein und erkennen, das ist eine Illusion und tun die Illusion weg und sehen immer klarer das Bewusstsein und als Bewusstsein, je mehr Illusionen wir weggetan haben. Und das ist für mich der Grad des Erwachens. Und wenn ich die letzte Illusion weggetan habe, erkenne ich meine eigene natürliche Vollkommenheit, die immer schon da war, die war aber nur eingewickelt in die unterschiedlichen Illusionen, Glaubenssätze, Vorstellungen, Meinungen, Prägungen, die ich bekommen habe, Überzeugungen und so weiter. Und das ist unser Weg und da sind wir unterschiedlich weit. Und da ist zum Beispiel vielleicht jemand, der einen Weg gefunden hat, der ihm gefällt. Also sagen wir mal den Tepperweinweg, was ja kein besonderer Weg ist, das ist ja nur einfach nur ein Weg und zur Wirklichkeit. Und der sagt, nein, da will ich jetzt nichts anderes reinbringen, keine andere Philosophie, keine Überzeugung, keine Religion, sondern ich halte den Weg einfach rein, ich halte mich an das. Das ist weder richtig noch falsch. Das ist so, wie es ist. Das ist seine Entscheidung. Und das kann jeder so machen. Und ein anderer sagt, nein, das ist ein Weg, wie er ja selber sagt. Und da will ich auch die anderen Wege kennenlernen. Und da nehme ich aus jedem Weg das Beste. Und dann entsteht daraus mein Weg.
Und ich fasse also alle Philosophien und Religionen und Überzeugungen zusammen und erkenne, ach, eigentlich ist ja alles eins. Die wollen alle dasselbe, die kommen nur aus unterschiedlichen Richtungen. Und da ist nirgendwo ein Widerspruch, obwohl jeder was anderes macht. Das ist ungefähr so, wie zwei an einen Berg kommen und wollen den Berg besteigen. Und der eine sagt, also linksrum ist richtig. Und der andere sagt, nein, 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 ganz falsch. Rechtsrum ist richtig. Und die können sich nicht einigen. Der eine geht links, der andere geht rechts. Und am Gipfel treffen sie sich. Es war egal, ob sie linksrum raufgegangen sind oder rechtsrum. Sie kommen letztlich am Gipfel an. Und genauso ist es mit der Wirklichkeit. Es ist gleich, durch welche Tür wir einen Raum betreten, auf welchem Weg wir unterwegs sind. Das Ziel ist überall das Gleiche, die Wahrheit und die Wirklichkeit. Ja, und deswegen ist es ja jetzt auch bei einigen, die sagen jetzt mit Akram Wiegner, mit dem Wissen und dem Verstehen, verstehen sie auf einmal Kurt und verstehen, ach, das meint er damit. Und für manche ist das jetzt viel mehr vollziehbar und vielleicht auch von den Sprachen her. Kurt spricht von Bewusstsein, bei Akram Wiegner spricht man eher von Seele, aber das hat den gleichen Stamm, nämlich Atma. So, und das kann man als Seele übersetzen und als Bewusstsein übersetzen. Es ist manchmal auch die Sprache, in die es dann übersetzt wird, die Art zu denken, es zu beschreiben. Aber letztendlich ist der Gipfel oder der Ozean das Gleiche. Arne, gibt es jetzt noch eine Frage, die so, wo du merkst, Mensch, das wäre jetzt aber ganz wichtig, dass wir da nochmal gemeinsam hinschauen? Ja, vielleicht mag Kurt das nochmal erzählen oder seine Erfahrung teilen von dem Gnaden Vidi. Also ich habe es so erfahren, dass ich ja dieses Wissender, Sehender zu sein oder diese Trennung als Beobachter zu haben, das habe ich nochmal ganz anders erfahren. Und ich habe auch diese Dinge, die du vorhin benannt hast, diese subtilen Bewertungen, die stattfinden, wo wir meinen, dass wir sie als spiritueller Mensch ja gar nicht mehr haben. Wir denken ja nicht wirklich schlecht über andere. Habe ich auch auf einer Ebene überhaupt nicht mehr getan. Und dann habe ich aber ganz leise, subtil wahrgenommen, was da noch drunter ist. Und dann kam plötzlich, ups, ja, aber der ist ja auch reine Seele. Und dann kam wieder nochmal so ein ganz subtiles Ding. Aber im gleichen Augenblick habe ich dann wahrgenommen, oh, reine Seele. So, also im Prinzip ist es ja schon ein Stück weit dieses Stattfinden von Patrikramann dann auf der Ebene. Und das fand ich sehr interessant. Und vielleicht ist es ja auch nur so eine Zeremonie fürs Ego, sage ich mal, wo das Ego was bekommt. So, bums, jetzt ist was passiert und nun kann ich das plötzlich glauben auf einer gewissen Ebene. Aber also das habe ich nochmal als so ein Boost wahrgenommen, um das, was Kurt und Sami in der Akademie immer mit, ja, du musst halt im Bewusstsein bleiben und der Verstand kann es eh nicht und so. Das habe ich nochmal ganz anders wahrgenommen. Also ich habe das so erlebt. Ich habe vorher schon gewusst, bevor ich zu Gnaden Vidi kam, ich habe vorher gewusst, ich bin ein ungetrennter Teil des einen Seins. Aber durch diese Energie dort habe ich ganz viele Illusionen auf meinem Weg wegtun können und habe erfahren, wie es sich anfühlt, das zu sein. Das war eine andere Ebene. Es war die gleiche Sache. Aber vorher habe ich es gewusst und jetzt habe ich es gefühlt. Ja. Und das war für mich ein deutlicher Unterschied und dafür bin ich sehr dankbar. Und es hat mir auf meinem Weg geholfen, eben auf die nächste Stufe der Erkenntnis zu kommen. Ja, und du hast ja auch manchmal geteilt, das ist wie so ein Dimmer, ne? Also man beginnt einfach von woanders zu erleben. Und du hast mal, oder öfters hast du erwähnt, das ist wie so ein Dimmer, das wird immer mehr, es wird immer mehr, dieses Erfahren, das Gewahrsein darüber und das Erleben. Ja, wenn ich das Licht hochdimme, dann
ahne ich anfangs nur, was da ist. Und je höher ich das dimme und je mehr Licht ist, desto mehr kann ich erkennen, desto deutlicher kann ich es erkennen. Aber es ist die gleiche Sache. Die hat sich nicht verändert, sondern der Grad meines Erkennens verändert sich nur durch das Hochdimmen. Genau, und dadurch sieht man natürlich, weil man jetzt von der anderen Warte aussieht, nämlich von hier, sieht man natürlich auch ins Subtile mehr und mehr und mehr und mehr, was man von da aus, weil halt immer noch das Ego da war, auch wenn man sagt, ich bin Bewusstsein und ich bin nicht der Verstand, ist man dennoch hauptsächlich da und schaut von hier drauf und will das ja auch alles nicht sehen. Als Ego bin ich ja perfekt. Was soll's denn, ne? So glaubt das Ego. Also bei vielen, oder sie wollen es auf jeden Fall glauben. Aber ich finde es ganz schön, Babu, du wirst, glaube ich, auch immer mehr zum Lehrer mit EE. Wie auch immer. Das sind eben gerade des Erwachens und alles kommt zur rechten Zeit. Und ich habe immer wieder das Gefühl, im Hintergrund gibt es da einen Regisseur, der einen hierhin führt oder in diese Erfahrung bringt. Und genau zur rechten Zeit geschieht es, dass man, wenn man bereit ist, auf die nächste Stufe des Erkennens kommt. Und je weiter man kommt, desto mehr erkennt man alle diese scheinbaren Widersprüche. Die waren nur in der Vorstellung, im Verstand. Das sind gar keine Widersprüche. Das sind nur unterschiedliche Wege zum gleichen Ziel. Und jeder hat recht und nicht der andere macht scheinbar das Gegenteil, wie bei den beiden, die auf den Berg steigen wollen. Links rum, rechts rum ist ja das genaue Gegenteil. Aber beides ist richtig und beides führt zum gleichen Ergebnis. Also sollten wir nicht auf die scheinbaren Unterschiede schauen, sondern auf die Wirklichkeit der Einheit allen Seins. Ja, und vielleicht dieses auch überprüfen dann einfach. Wie erlebe ich das? Bewahrheitet sich das in meinem Leben? Wenn ich sage, es war ja früher, Babu, deine Standardaussage, ich bin Schöpfer, du musst ja nur denken und dann ist es so und du kannst alles, was du willst und so weiter und so fort. Wenn das zu 100% so wäre und da nicht die sich bedingenden Umstände mit reinspielen würden, dann würde es ja zu 100% immer funktionieren. Also da für sich auch wirklich hinzuschauen, ist das wirklich so? Nur weil es einer scheinbar lebt und bei dem so funktioniert, gilt es ja doch bei mir zu schauen. Wie ist es denn wirklich, wirklich für mich? Habe ich denn, wenn ich diesen Fluss gehe, diesen Weg gehe, bringt der mich dahin, was ich innen drin fühle, wo es hingeht? Ist der für mich vollständig? Das hat ja nichts mit dem Weg zu tun, sondern für die eigene Entwicklung, die vielleicht auch eben manchmal einen anderen Ansatz braucht. Manchmal, ja, für mich zum Beispiel war Akram Weg, dann hat es das vollständig gemacht. Es war komplett durch die Differenzierung entscheiden zu können oder nicht entscheiden, sondern sehen zu können, das bin ich wirklich und das bin ich als Nadel. Und da habe ich mich so viel mit beschäftigt und habe versucht, hier die ganze Zeit das rumzukriegen. Für mich wurde es komplett dadurch. Für andere mag es woanders sein. Aber so für sich ehrlich hinzuspüren, ist der Weg, den ich gehe, bringt der mich dahin? Spüre ich das wirklich, was ich wirklich will? Und offen zu sein, finde ich, für, okay, vielleicht bietet mir das Leben die Umstände gerade hier eine Chance, um etwas auch vielleicht komplett zu machen. Ich glaube, im Grunde genommen schließt sich der Kreis. Für mich war es damals in Indien auch schon ein Stück weit komplett das Erlebnis. Aber ich habe es nicht halten können und ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe die Agnas nicht gehabt, die 5 Agnas nicht. Ich habe das Verstehen nicht gehabt, was ich letztendlich durch den Tepperwein-Weg noch bekommen habe. Und jetzt habe ich nochmal dieses Erlebnis gehabt mit den ganzen Erfahrungen drumherum. Und ich konnte das ganz anders erfahren. Und Kurt hat das letztens schon mal in einem anderen Zusammenhang gesagt. Ich glaube, das war in der GHU beim 8:08. Wenn ich nicht in der Lage bin, den Weg zu genießen, dann ist es egal, ob ich rechts oder links rum gehe. Dann habe ich einfach keinen tollen Weg gehabt. Ich bin zwar am Ziel angelangt irgendwann und kann mich auch freuen, dass ich da angelangt bin, aber ich habe eigentlich
den Hauptpart habe ich eigentlich verpasst, weil ich den Weg nicht genießen konnte. Ja, weil der Weg, das Ziel ist eben nicht das Ziel. Der Verstand will möglichst schnell am Ziel sein, damit er das abhaken kann, das habe ich erreicht. Leben aber heißt, den Weg zu genießen. Und der führt ja sowieso zum Ziel. Also habe ich es dann nicht mehr eilig, sondern kann mich ganz auf die Erfahrung einlassen. Und ich erlebe das jetzt gerade im Alter nochmal ganz viel intensiver als früher, dass jeder Augenblick neu ist, dass der eine neue Erfahrung bringt und dass ich mich ganz auf diese Erfahrung einlasse und da kein Bewerter mehr da ist und sagt, das ist aber eine unangenehme Erfahrung oder das ist eine angenehme Erfahrung, das ist dem Bewusstsein egal, weil das Bewusstsein kennt das nicht. Zum Beispiel Schmerz. Ein Ego würde ganz sicher keinen Weg des Schmerzens wählen, wenn es die Wahl hat. Aber Bewusstsein sagt, ah, jetzt kann ich gerade Schmerz erfahren. Was ist das denn eigentlich? Wie fühlt sich das an? Wozu dient das? Und so weiter. Und da kann ich mich ganz auf diese Erfahrung einlassen. Und das Ego sagt, nein, nein, weg da, das tut weh. Aber das Bewusstsein sagt, nee, das kenne ich nicht. Das ist eine ganz neue Erfahrung. Und auf einmal werden die Dinge nicht mehr bewertet, ob die angenehm oder unangenehm, gut oder schlecht oder kurz oder lang sind, sondern das bringt das Leben jetzt und ich lasse mich auf jede Erfahrung ganz ein und mache diese Erfahrung und dabei habe ich gemerkt, das ist eigentlich unsere Aufgabe. Wir sind hier, um Erfahrungen zu machen. Also dann sollten wir nicht versuchen, für das Ego unangenehme Erfahrungen schnell hinter uns zu bringen oder abzukürzen, sondern wir sollten uns auf jede Erfahrung, die das Leben bietet, einlassen, damit wir diese Erfahrung gemacht haben. Und dann haben wir wirklich unsere Lebensabsicht erfüllt, wenn wir durch das Leben gegangen sind. Und ich hätte gern diese Haltung, die ich erst jetzt habe, seit einiger Zeit, die hätte ich gerne von Anfang an gehabt, hatte ich aber nicht. Aber wenigstens habe ich sie jetzt und erlebe, ach, so ist Leben eigentlich gedacht. Einfach nur dankbar erfahren, was jetzt geschieht, ohne jede Bewertung. Ja, ich glaube auch, dass, vielleicht kommen wir langsam zum Abschluss, aber dass viele Fragen oder dieses damit hadern, aus dem Raum kommen, ist es richtig und falsch. Also auch da wie keinen Fehler machen, zu glauben, der Weg bringt mich dann ans Ziel. Und woher weiß ich, dass das der richtige Weg ist? Woher weiß ich, dass das richtig ist, was der oder die sagen? So dieses, was immer im Intellekt ist, der immer abcheckt von richtig und falsch, bringt mir das was oder nicht. Und zu wissen, dass die Sicherheit niemals da draußen liegen kann, sondern wirklich immer da und deswegen auch immer dieses Spüren tatsächlich auch auf das, was sich mir zeigt. Ich glaube, das ist ein großer, ja, eine Einladung bei denen, die jetzt, wenn ihr jetzt zuschaut und immer noch zuhört und zuschaut, zu fragen tatsächlich, diese ein Stückchen die Autorität nach außen zu abzugeben. Wenn der das sagt, dann ist es so. Aber ich kann einfach aus meiner Sicht, das ist jetzt meine Sicht und die mag völlig falsch sein, aber ich muss meinen Weg gehen. Ich muss dem folgen, was da ist, weil ich daraus erkenne. Weil ich vielleicht dann auch in schmerzhafte Situationen komme, in unangenehme. Aber dann erkenne ich es. Ich glaube nicht, dass wir einen Weg eines anderen gehen können. Ich glaube, letztendlich können wir auch in Dankbarkeit natürlich für die all die sein, die den Weg vor uns gegangen sind, die ihren Weg gegangen sind, die das Ziel erreicht haben, die im Ozean sind oder nahe dem Ozean sind. Und natürlich kann man dem viel mehr vertrauen, weil immerhin hat es ihn ja dorthin gebracht. Ihn oder sie. Aber letztendlich, also das ist mein, kann auch sein, ich bin wirklich völlig falsch, also aber erforscht es für euch selbst, können wir nur unseren Weg vollenden. Das ist eine große Einladung.
Und dann hört es vielleicht auch ein bisschen auf, dieses Vergleichen. Und der hat aber das gesagt und der hat das gesagt. Und wie ist es denn jetzt wirklich? Papo? Und deswegen bietet ja das Leben eine Vielfalt von Wegen an. Religionen, Philosophien, Überzeugungen und so weiter. Und nichts ist richtig und nichts ist falsch, sondern das Leben bietet eine große Auswahl an Möglichkeiten und sagt, schau her, alles das führt zum Ziel und du wählst, was mit dir übereinstimmt und den Weg, auf dem du dich wirklich wohlfühlst und auf dem du die Erfahrung machen möchtest. Und dann gehe ich meinen Weg und ein anderer geht einen ganz anderen Weg, vielleicht sogar scheinbar einen entgegengesetzten. Und letztlich führen alle Wege zu dem einen Ziel. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war ein ganz tolles Gespräch. Und wenn der eine oder andere vielleicht den Tepperweinweg noch nicht kennt oder die GHU nicht kennt oder Akram Vikram nicht kennt, dann hat er zumindest einen Input bekommen jetzt und kann mal seinen Weg ausprobieren. Wo führt er längst? Ja, das vielleicht von meiner Seite als Einladung. Genau, alle Links findet ihr dann im Infoteil unter dem Video. Auf Mehr erfahren klicken und dann öffnet sich das Fenster, habt ihr alle Links. Ja, ich wünsche einfach auch allen, die hier zuschauen und die nicht zuschauen sowieso, also allen, allen Segen für ihren Weg und mögen sie das erfahren und das erreichen, was für sie in ihrer Absicht dran ist, in ihrer Entwicklung. Und letztendlich sehen wir uns alle im Ozean, früher oder später. Vielleicht sollte ich noch sagen, das Geheimnis, wenn wir die Hände falten, ja, für die meisten ist das, hat das christlichen Ursprung, dass wir zum Gebet eben die Hände falten oder in Indien macht man das ja auch als Gruß. Aber da ist ein Geheimnis dahinter. In Wirklichkeit ist das ein ganzer Weg zur Erleuchtung, wenn man so will, nämlich über die Vielfalt der Erscheinung gehe ich über die Dualität in die Einheit der Wirklichkeit. Das ist alles, was zu tun ist. Ich komme aus der Vielfalt, ich vereinfache das in der Dualität und vereinige das in der Wirklichkeit. Ich kann dann das eine in allem das Göttliche erkennen und meine Wertschätzung und meine Ehrerbietung ausdrücken. Und dann haben wir wieder alle Wege zusammen. Heißt Namaskar. We are on the highway to Moksha. Ja. Danke, Arne, für deinen Impuls. Danke fürs Aussprechen. Und ja, danke für das Gespräch. Möge es segensreich wirken. Vielen Dank, ihr Lieben. Jai Satchidana. Ganz wunderbar. Jai Satchidana. Das Gewahrsein des Ewigen ist die Glückseligkeit. Thank you.